Liebe Videofreunde, oder soll ich lieber sagen Figurenfreunde, Petri, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Figuren-Update. Es geht wieder um Masters of the Universe-Figuren und es sind verdammt viele Figuren wieder in die Sammlung gekommen. Aber in diesem Video geht es nur um zwei Figuren. Und zwar, ein guter Kollege hat mich auf einen Shop aufmerksam gemacht. Den habe ich mir sofort angeschaut und bin auch direkt fündig geworden und musste feststellen, dass der Shop natürlich, ich weiß, die Masters of the Universe Figuren, ob Vintage, Classic und Co., haben alle ihren Preis. Keine Frage. Aber es gibt auch immer wieder Leute bei eBay und eBay Kleinanzeigen, die versuchen, sich eine goldene Nase dran zu verdienen. Aber dieser Shop bietet die Figuren eigentlich für einen humanen Preis an, wo man sagen muss, okay, ist zwar schon teuer, aber günstiger geht's nicht. Es geht einfach nicht mehr günstiger. Und ja, es geht immer günstiger, keine Frage. Aber ich bin sofort fündig geworden, habe mir da zwei Figuren in den Warenkorb gelegt, ne, und habe auch mal da persönlich angerufen und hatte eine Person am Hörer, die war super nett, super freundlich, sehr kompetent und wenn du dieses Video siehst, schöne Grüße. Habe mich da registriert, habe die Bestellung abgegeben, habe bezahlt. In Rekordzeit kam die Bestellbestätigung, dass das Geld eingegangen ist, die Figur ist unterwegs. Das war Hammer und in Rekordzeit war auch dann die Post an, hat mir das Paket überreicht. Von daher schon mal prima. Und zwar dieser Shop heißt Strong Vision oder Strong Vision. Ihr wisst, mein Englisch ist perfekt. Und wir werden uns auf jeden Fall mal den Shop gemeinschaftlich anschauen. Der gute Mann hat auch einen Kanal. Den werde ich natürlich unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Auch den Link zu der Internetseite. Und wie gesagt, wir gucken uns jetzt mal den Shop gemeinschaftlich an. Ich versuche das mal. Ich werde das mal machen. Vielleicht mal mit dem StreamYard, dass ich das so... guckt es euch einfach an. Wir gucken uns das mal an, weil die haben nicht nur Masters-Figuren. So viel steht fest. So, das sind wir auch schon direkt vorne auf der Startseite. Was mir persönlich sofort aufgefallen ist, die haben jetzt auch im Sortiment die Origins-Figuren und das ist absolute Wahnsinn. Da herrscht momentan ein mega Hype um diese Figuren, das ist der absolute Hammer. Ein weiterer Pluspunkt ist vorne direkt auf der Startseite eine Telefonnummer. Ich hatte hier mal angerufen, da ging einer dran. Super nett, super freundlich und super kompetent. Das ist für mich das A und O. Dann haben wir hier Turtles-Figuren, das ist leider irgendwie immer an mir vorbeigegangen, kann ich leider nichts mit anfangen, aber jetzt hier geht's los, Star Wars, jede Menge Star Wars. Auch sogar hier der heilige Gral unter vielen Star Wars-Sammler, die Original-Vintage-Star Wars-Figuren aus den 80er Jahren, guckt euch mal die Preise an, das ist der absolute Wahnsinn. Hier unten haben wir noch die Black Series, die hast du bis vor kurzem noch in jedem gut sortierten Spielzeuggeschäft bekommen. Kann ich leider auch nichts mit anfangen. Dann haben wir hier noch Pokémon, Ghostbusters, Mask, Walking Dead. Aber ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, ich habe es leider vergessen nachzugucken, irgendwo, ich meine, die hätten noch Dino Riders. Kennt ihr noch Dino Riders? Das ist auch Hammer. Aber mein Steckenpferd ist und bleibt Masters Universe. Da gehen wir jetzt mal drauf, weil es gibt ja mehrere Rubriken. Einmal die Vintage, dann die Neo Vintage, Super 7, die Classics und auch die 2000er Serie. Und wenn wir jetzt mal warten, bis der Angler irgendwann mal runtergescrollt hat, ich weiß nicht, was der da macht, das ist absolut Wahnsinn. Einmal mit Profis arbeiten, das ist der absolute Wahnsinn. Da haben wir es doch. Vintage, Neo Vintage, Classics und die 2000er Reihe. Wir gehen mal bei die Vintage rein und dann sehen wir auch schon, die haben sogar originale Figuren aus den 80er Jahren noch original verpackt. Und jetzt guckt euch mal die Preise an. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja gut, es kostet halt so viel. Auch ausgepackte Figuren. Sieht eigentlich in sehr gutem Zustand, sieht das eigentlich aus. Aber auch die haben ihren Preis. Und momentan habe ich für mich halt entdeckt die Classics-Variante. Ich ärgere mich auch, dass ich nicht viel früher damit angefangen habe. Aber da haben die jede Menge zu bieten. Jede Menge Classics-Figuren. Original verpackt, aber auch ausgepackt. Über die Preise lässt sich streiten, aber das ist momentan der aktuelle Kurs für diese Figuren. Und ich habe jetzt wirklich verglichen. Ich habe mit vielen Portalen verglichen, mit eBay, eBay Kleinanzeigen und diversen anderen Shops. Und da ist hier der Strong Vision mit einer der günstigsten. Absolut, definitiv. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Guckt auf jeden Fall mal da rein. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Und ich glaube, ja, jetzt müsstet kommen. Die haben auch
wie gesagt, die haben auch viel ausgepackte Figuren. Gerade hier diese Club Grayskull, die sehen stellenweise richtig schnuggelig aus, hat macht richtig Spaß. Und wie gesagt, die Figuren hast du bis vor kurzem alle noch für die Hälfte des Preises bekommen oder beziehungsweise die ausgepackten, die hast du vor kurzem noch für denselben Preis in der Originalverpackung bekommen. Aber das ist halt nun mal der Preis. Und ab 50 Euro ist Versand kostenfrei. Ja, immerhin. Ich hoffe, euch konnte ich den Job ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich würde sagen, ich gebe jetzt mal zurück an die Zentrale. So, ich hoffe, euch hat der kleine Einspieler bzw. Einblick gefallen von der Webseite und bitte seht's mir nach wegen dem StreamYard-Logo. Mir ist halt nichts Besseres eingefallen, als das aufzuzeichnen mit dem StreamYard, weil, wie gesagt, der Angler ist noch am Lernen. Und jetzt guckt ihr dem Angler schon so lang zu und ihr wisst immer noch nicht, welche Figur der Angler sich da bei Strong Vision geholt hat. Und zwar ist es einmal den Terror Claw Skeletor aus der Classic-Reihe. Diese Figur gibt es zusammen normalerweise mit dem Flying Fist He-Man. Und man muss mal locker 120 Euro in die Hand nehmen, um diese Figuren original verpackt zu bekommen. Aber hier diese Figur kam mir gerade recht. Für einen super akzeptablen Preis lose einzeln. Und ihr wisst ja, ich packe hier meine Figuren aus, ich stelle die in die Vitrine und ich bin auf jeden Fall super damit zufrieden. Für mich absolut akzeptabel, wobei das jeder für sich selbst entscheiden muss, was für ihn akzeptabel ist oder nicht preislich. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden und ja, ein bisschen stolz macht mich das schon, weil das Original aus der Vintage-Reihe aus den 80ern habe ich nicht, aber dafür den Flying Fist He-Man. Ich werde hinten dran nochmal so ein kleines Video hängen, werde mal den originalen Vintage Flying Fist He-Man mal da hinstellen und daneben hier diesen Terror Claw Skeletor aus der Classic-Reihe. Mann, das muss man sich erstmal alles merken, dass du da nicht durcheinander wirst. Vintage, Classic, Orange, es ist der Wahnsinn, was es alles gibt. Dann noch hier die Club Grayskull, dann das Mega Constructs, das ist der absolute Wahnsinn. So, welche Figur habe ich mir noch geholt? Das ist tatsächlich ein Charakter, mit dem ich absolut vorher überhaupt nichts anfangen konnte. Ich habe den gar nicht gekannt. Ich habe nur gelesen im Internet, diese Figur wurde tatsächlich von einem japanischen Designer kreiert, nur für diese Masters of Universe Classic Reihe. Das heißt, diese Figur gab es vorher nie zu sehen, in keinem Zeichentrick, in keiner Animationsserie, nirgendwo. Außer irgendwo stand da was. Es gab mal angeblich irgendwo eine Master of Universe Classics Comic-Reihe. Die kenne ich nicht. Vielleicht war das auch falsch, was ich da gelesen habe. Auf jeden Fall, da hätte die Figur einen ganz kleinen Auftritt. Aber sonst wäre die Figur nur für die Classic-Reihe entwickelt worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der sieht richtig gut aus. Ist einer von der Wilden Horde. Ein Kopfgeldjäger von Hordak. Und zwar Sai Shop. Mir gefällt die Figur richtig gut. Wir werden diese Figur auch auspacken, beziehungsweise ich werde die jetzt auspacken, werde gleich die Kamera ausschalten, werde den auspacken, werde euch den präsentieren, so wie ihr es von mir kennt. Und ja, und von daher würde ich erst sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Pack die aus. Bis später. Geil!
Ja, das sind wir wieder und ich hoffe, auch in dieser Einspiel hat euch auch wieder gefallen mit der Musik und von der Art der Präsentation. Und teilt mir auf jeden Fall wieder mit, was haltet ihr von den Figuren? Wie hat euch das Video gefallen? Kennt ihr den Shop? Habt ihr da auch schon mal bestellt? Konnte ich euch vielleicht was empfehlen oder sagt ihr, ach Angler, du bist eine Gurke, das ist alles Schnee von gestern, das kennen wir alles schon, wo lebst du eigentlich in der Mond? Also wie gesagt, mir hat der Shop persönlich sehr, sehr gut gefallen und teilt mir auf jeden Fall eure Kommentare zu dieser Figur oder zu dieser Figur oder könnt ihr mir vielleicht noch irgendwas empfehlen? Ich bin für alles offen, nur nicht für jeden und bis zum nächsten Mal, euer Filmangler Horido. Hm.